Moin Leute, Moin. herzlich willkommen auf unser Kanal Macht's leicht gemacht. Im letzten Video, also im vierten Video der Playlist, haben wir uns angeschaut, wie wir so eine Rechenvorschrift von so einer proportionalen Zuordnung ermitteln können. Und jetzt üben wir den ganzen Spaß mit einer Aufgabe, die ist ein Ticken anspruchsvoller. Aber nur dadurch, dass wir das üben, kriegen wir das auch richtig drauf. Genau, ihr habt hier die Aufgabe, probiert das mal und pausiert. Wir müssen uns ein Wertepaar anschauen. Das haben wir uns jetzt hier mal angeschaut. Wir nehmen einfach mal gleich das erste. Und was müssen wir jetzt machen? Wir rechnen 5, schreiben wir auf, das ist unser y-Wert. Und den müssen wir durch den x-Wert 2 teilen. Und da kommt raus 5 Bruchstrich 2 oder 2,5 ist beides das gleiche. Das ist unser Proportionalitätsfaktor. Im letzten Video hatten wir gesagt, warum wir jetzt den y-Wert durch den x-Wert teilen. Merkt euch einfach immer, im Alphabet kommt ja x, y, z. Und wir rechnen aber rückwärts, das heißt y geteilt durch x. Bitte immer merken, sonst nochmal das letzte Video anschauen. Und jetzt sind wir schon ganz, sind wir gleich bei der Rechenvorschrift. Wir können aufschreiben, y ist gleich 2,5 mal x. Und genau das gilt auch noch für alle anderen Wertepaare. Wir können das auch mit diesem Wertepaar übrigens angucken. 10 geteilt durch 4 ist nämlich 10 Viertel, auch genau 2,5. Das können wir für jedes Wertepaar uns ausrechnen. Ihr müsst aber nur ein einziges Wertepaar nehmen, wenn ihr wisst, dass die Zuordnung proportional ist. Nehmt euch also einfach das einfachste Wertepaar. Gut, wir müssen auch in der Lage sein, so eine Rechenvorschrift aus dem Graphen abzulesen. Hier ist ganz wichtig, müssen wir uns ein Wertepaar ablesen. Ihr seht hier bei dem Beispiel, ist es vielleicht ein Tick schwieriger, weil okay, bei der 1 wissen wir nicht, okay, wo ist jetzt hier der y-Wert. Wir müssen immer ein Wertepaar ganz genau ablesen können. Nehmt euch da am besten eins, wo dieser Graph genau ein Kästchen schneidet. Das ist bei der 3 der Fall. 3 gehen wir hoch bis zur 8. So, nehmen wir den und dann können wir hier den Strich rüberziehen, sind wir bei der 8. Und jetzt müssen wir wieder y geteilt durch x rechnen. Das heißt, wir rechnen 8, das ist der y-Wert, geteilt durch x. X ist ja 3, also 8 geteilt durch 3. 8 durch 3 können wir als 8 Drittel stehen lassen. Das heißt, wir können einfach unsere Rechenvorschrift schreiben als y ist gleich 8 Drittel mal x. Genau, das ist ja der häufigste Fehler, dass man dieses Video nicht schaut, denn viel besser bekommt man das eigentlich gar nicht erklärt. Ne, falls ihr Fragen habt, schreibt das rein. Im nächsten Video kommt der Endgegner. Wir kombinieren das so ein bisschen. Ihr sollt nämlich eine Tabelle ergänzen und die Rechenvorschrift daraus herausfinden. Gar nicht so einfach. Ist wichtig für Arbeiten. Also bis gleich. Ne? Ciao. Ciao.